Anfang 80 ist ein Liebesfilm über ein älteres Paar, also zwei 80-Jährige, die sich ineinander verlieben und trotz widriger Umstände dieses Recht auf ihr Glück, ihre Liebe, um Freiheit und Selbstbestimmung erkämpfen. Papa, jetzt bist du über 50 Jahre mit der Mama verheiratet. Du machst dich da nur lächerlich. Und uns dazu. Was glaubst du, wie es dir dabei geht, wenn du auf einmal mit einer Jüngeren herumziehst? Und wie sind Sie auf die Idee zu diesem Film gekommen? Wir wollten schon lange einen Liebesfilm machen, haben nach einem Stoff gesucht und sind plötzlich draufgekommen, dass auch wir älter werden. Da war das Thema Alter dann einfach da und ab dem Zeitpunkt war es klar, dass dieser Film ein Liebesfilm über alte Menschen wird, also Liebe im Alter. Liebe und Sex im Alter, ist das nicht ein Tabuthema? Jein. Also solange es sich um sogenannte Best-Ager handelt, also die Generation der Babyboomer, die jetzt langsam in die Altersheime einchecken, ist es im Grunde schon ein boomendes Thema. Das ist ab dem Moment dann eher ein Tabu, wenn Alter mit Krankheit oder mit Gebrechlichkeit einhergeht, dann ist aber das Alter das Tabuthema und damit natürlich auch dann die Liebe oder Sexualität in dieser Altersgruppe. Nach welchen Kriterien haben Sie denn die Schauspieler, die Hauptdarsteller ausgewählt? Also gerade bei dem Stoff, der emotional das so sehr an die Grenzen geht, ist sehr wichtig, dass es Schauspieler sind, die Erfahrung haben, die auch Kraft haben, die das auch gut über die Rampe bringen können sozusagen. Und da war es auch rasch klar, dass das Karl Merkatz und Christine Ostermeier da die optimale Besetzung dafür sind. Und für alle Neugierigen, gibt es für Bruno und Rosa ein Happy End? Na, Happy End, das ist so ein strapazierter Begriff. Also es geht um Glück und auch nicht um ein punktuelles jetzt zum Filmende, sondern um gelebtes Glück für die beiden. Und diese Freiheit, miteinander zu leben und das Glück zu finden, das schaffen sie. Was glaubst du, was ich gerade beim Hofer gefunden habe? Mach die Angst, aber nicht schauen. Jetzt